Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Wir fangen gleich an und lesen hier Versammlung der Regenten. Also nochmal, zweiter Tag, Monat des Holzes, 1851. Alle Mitglieder anwesend. Haupttagesordnung, mögliche Aktionen zum bevorstehenden Todestag von Kaiserin Jessamine Caldwin. Vorschlag von Corey Brokeburn, Brief an den Karnaker-Anzeiger, in dem dargelegt wird, dass der Mord an ihr zwar verurteilenswert war, jedoch unter Umständen positive Auswirkungen auf das Kaiserreich hätte. Boah! Ergebnis: Antrag einstimmig angenommen. Vorschlag von Janice Tinners. Mitglieder tragen am Todestag Armbänder mit dem Wappen des Lordregenten. Einwand von Corey Brokeburn, ausgezeichnete Idee, die sich allerdings negativ auf das Geschäft von Mitgliedern auswirken kann, die an diesem Tag mit vielen Kunden zu tun haben, die dies als geschmacklos empfinden könnten. Ergebnis: 4 Stimmen dagegen, 3 Stimmen dafür, Antrag abgelehnt. Gegenvorschlag von Janice Tinners. Die Armbänder könnten am 15. Jahrestag der rechtswidrigen Festnahme des Lordregenten getragen werden. Ergebnis: Antrag einstimmig angenommen. Vorschlag von Teotoro Penitz. Kampagne zum verstärkten Einsatz der Lichtwand, die Herzog Luca Abele wieder nach Kanaka gebracht hat. Die kühnsten Maßnahmen sind die sichersten. Ergebnis: Abstimmung verschoben, bis Informationen des Anführers der Garde zur Verringerung der Kriminalität in Kanaka eintreffen. Vorschlag auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung gesetzt. Cocktails und geistige Getränke kredenzt. Ja, geistige Getränke. Was ist ein geistiges Getränk? Wasser? Glücks-Spalierit. Spalierit? Ich glaube, das sagt man so, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Edelsteinen nicht aus. Ich bin eine einfache Frau. Ich brauche keine Edelsteine. Um glücklich zu sein, meine ich, ne? Das Einzige, was ich brauche, ist... euch. Ganz einfach. Euch alle. Alle euch. Und natürlich mein Wölfchen. Nicht zu vergessen. Und die Familie und so. Aber Edelsteine muss ich nicht haben. Ich brauche nur so viel Kohle, wie es zum Leben reicht. Mehr brauche ich gar nicht. So. Hier müssten wir theoretisch irgendwie fertig sein, ne? Wir müssen nur da nach oben droben. Irgendwie. Und das Herzelein holen. Jetzt ist die Frage, kann man hier noch weiter rauf? Ja, Gott sei Dank. Man kann hier noch weiter rufen. Da war sicher ein Porträt. Das hat uns schon jemand weggenommen. Wer war denn das? Warst du das? Ich kannte diese Welt vor 15 Jahren. Teile von mir bleiben, doch die Welt wirkt seltsam. Warum ist denn das blockiert? Luk, Luk? Luk, Luk? Warum ist denn das blockiert, Herrschaftszeiten? Das ist wieder typisch, das ist wieder so... Schwarzes Knochenfragmentilein. Ja, ich will es ja haben. Kann ich das nicht aufschlagen? Zerstörbare Tür. Ja, wie zerstörbar. Normalerweise kann man hier, also... mit einem Bolzen. Oder auch nicht. Schlösser knacken gibt's nicht, oder? Kann man? Soll ich die jetzt aufsprengen? Ich will die nicht aufsprengen. Muss ich die vielleicht echt sprengen? Was ist das eigentlich? Die Vierer-Taste? Ich habe keine Ahnung. Nach links, rechts, Kopf einziehen. Ja. Da wissen. Ah ja, natürlich. Das wäre auch mal gut wieder so, ne? Ne, Sonne?
Jo. Man kriegt sie eigentlich immer mit Bomben auf, ne? Jetzt ist die Frage, wie bin ich schnell ins Inventar rein? Das weiß ich nicht mehr. Ah, ich hab was getrunken. Oh no. Ich weiß nur hier das Journal. Was mir jetzt aber theoretisch nichts bringt. Ich brauche hier mein Inventar. Wie ging das denn schnell? Fernglas, okay. Keine Ahnung mehr. Weiß ich nicht. Rufen, ich bin mir jetzt zu sehr. Die Brandpfeile haben wir da. Das Herz und die Fähigkeiten. Was habe ich, kann ich beachten? Gegenstände. Ziele, Inventar oder so kann ich da nicht zugreifen. Geht wahrscheinlich schon irgendwie, nur bin ich wieder mal zu dämlich, das zu begreifen. Tutorial anzeigen, eine Rune haben wir noch. Ausrüsten, das waren die Knochendingens. Audiografenwissenkarte. Ach, keine Ahnung mehr. Schön, weil ich es gar nicht im Inventar habe. Ne? So eine Bombe habe ich gar nicht gekauft, glaube ich. Ach, ist das doof. Ich traue mich auch nicht zu schießen. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass mich da jemand hören tut. Jo. Was? Dann würde ich sagen, schießen wir halt mal, ne? Was? Ich habe angeklopft. Ich habe nur angeklopft. Das war jetzt ganz normal. Ja, ich schwöre. Das war ganz normal. Einfach anklopfen. Mehr braucht man nicht. So, was essen wäre schlecht? Ein Gläselein. Was haben wir noch Schönes? Schließung des Konservatoriums verlängert. Ein Mitarbeiter des Kaiserlichen Konservatoriums bestätigte heute, dass dessen Schließung abermals verlängert wurde und auf unbestimmte Zeit andauern wird. Leiterin Brianna Ashworth war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unsere Leser werden sich daran erinnern müssen, werden sich daran erinnern, dass ein Milbenbefall der Rosebrough-Ausstellung zur Schließung vor fast 6 Monaten geführt hatte. Wobei laut Gerüchten sich seither keine Schädlingsbekämpfung erfolgt ist. Großartig. Die Rosebrough-Ausstellung war als von der Akademie für Naturphilosophie finanzierte prestigeträchtige Veranstaltung gedacht, die zahlreiche Experten und Gastdozenten von allen Inseln anziehen sollte. Diese wichtige Ausstellung wurde nun bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Interessierten Besuchern bleibt nur noch weitere Ankündigungen abzuwarten. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist scheiße. Da freut man sich wahrscheinlich schon seit Wochen oder Monaten auf sowas und dann ist halt nichts, ne? Eine Karotte. Jam, was bist denn du? Ein Hase. Das kann die kein... So groß? Ist das normal, dass die so groß sind? Wahrscheinlich. Gut. Ein Schlafzimmerchen. Irgendwie komplett, ja, durchwühlt. Da kann man sich schon wieder seinen Teil denken, nehme ich mal an. Da ging es, entweder hat er Albträume oder es ging heiß her. Jo. Auf jeden Fall ist es hier stockdunkel.
dunkel, dunkel, dunkel. Was haben wir denn da? Huch, mach auf. Ich müsste mich mal ducken. Da ist nichts, nichts. Machen wir dazu, dass man besser laufen kann. Und hier ist ebenfalls nichts. Sauber. So. Also gut. Hier ist soweit auch nichts. Da hat man aber nicht viel Platz. Naja. Was soll's? Was haben wir hier noch Schönes? Schwarzes Knochenfragment. Unsichtbarer Faden. Yeah. Mal schauen, was kann es denn? Verbessert. War das richtig? Hier, ne? Verbessert deine Ausrüstung im Schwarzmarktläden, um mehr Plätze freizuschalten. Ah, das ist aber nicht schlecht. Ja, ne? Oder? Nicht so, ne? 5 von 5. Krochenartefakte. Krochenartefakte, ja. Falkenangriff regeneriert etwas Gesundheit. Duellantenglück. Geringe Chance, dass Kugelstapel plus 1, bla bla. Leicht erhöht. Kein Mana. Ich würde sagen, das kann man wegtun, das Duellantenglück. Gegen. Harte Knochen, was ist das? Weniger Schaden. Wendige Erholung, du erholst dich nach einem Sturz etwas schneller. Irgendwas mit Mana reduzieren wäre cool. Beim Töten von Blutfliegen oder Ratten erhältst du Mana. Aha. Nahrung stellt mehr Gesundheit wieder her. Zittrige Hände. Gegner schießen Projektile häufiger ins Leere. Das war nicht schlecht. Feuerfest. Du erleidest durch Explosion weniger Schaden. Unsichtbarer Faden. Weitreichen macht dich beim Bewegen unsichtbar. Das ist aber nicht schlecht. Rüstung des Nichts. Wenn du Schaden erleidest, wird stattdessen ein großer Teil deines Mannes abgezogen. Ah, na, das taugt mir nicht so. Aber das unsichtbare Faden, das ist schon mal eine Geschichte. Das nehme ich. Was können wir noch wegtun? Manchmal verbraucht übernatürlich kein Mana. Ich hätte auch schon gerne mehr neuen Platz, ehrlich gesagt. Jo. Ehrlich? Naja, was soll's. Ich glaube, das lassen wir mal so dabei. Wissen und Karten, da haben wir schon wieder was. Jawohl. Gut, und fertig. So, Herzelein. Es ist noch nicht zu spät, mein Herz, wenn du dem Rache-Durst widerstehst. Ich tue ja nichts, Mami. Frische Luft. Aha, da geht sowieso raus. Was haben wir denn da? Die Südwinde von Caleb Manley, Naturphilosoph. Die Südwinde, vorgetragen an der Akademie zum Nutzen und der moralischen Bildung der dortigen Schüler. Auszug aus einer Rede. Verehrte Studenten, geschätzte Kollegen, kennen Sie die Geschichten von Serkonus und der Schönheit ihrer Bewohner? Ich stelle heute Fragen, die ich hoffentlich ausführlich beantworten kann. Was fangen wir mit den Fragen an? So, die Reisende seit Jahrzehnten stellen. Hat das wärmende Klima Einfluss auf die geistige Perspektive eines Volkes? Sind diejenigen, die auf Tyvia, Morley oder Gristol geboren sind, durch die geografischen und meteorologischen Bedingungen ihrer Geburt von Natur aus schweigsamer? Und sind diese Menschen von den geheimnisvollen Strömungen des warmen Wassers und der Luft, die vom Kontinent Bandysien über den schrecklichen Ozean kommen, beeinflusst? Wir wissen so wenig über das weit entfernte Land. Auf meinen Reisen haben mich die Gemeinsamkeiten aller Kulturen sehr beeindruckt, aber auch die Unterschiede. Mein Ziel ist, diese vielen Fragen zu klären, und bevor der Tag zu Ende ist, haben Sie mindestens ein bekanntes, serkonisches Rezept von mir erhalten. Caleb Manley, Naturphilosoph. Verstehst? Köstlich.
Was haben wir da? Die junge Kaiserin, ich glaube, das sind wir gemeint. Auszug aus einer historischen Reihe. Es gab diesen einen Moment, ab dem Emily Caldwin nicht mehr die junge Kaiserin genannt wurde. Es geschah nach einem Hinterhalt der sogenannten Regenten, einer Gruppe von Extremisten, die Dunwall in die Zeit des autoritären Lordregenten zurückführen wollte. Auf dem Weg zurück zum Dunwall Tower wurde Caldwins Kutsche zwischen zwei Toren angegriffen. Der Weg nach vorne und hinten war versperrt. Die Angreifer feuerten mit ihren Pistolen und warfen sogar eine Granate. Da der kaiserliche Schutzherr nicht bei ihr war, fand sich die junge Kaiserin damals nur 14 Jahre alt allein in der Kutsche wieder, nur in Begleitung ihrer Freundin Alexi Mayway. Mayhey? Ach, ich sag das immer falsch. Caldwin hatte Glück, dass Alexi an ihrer Seite war. Denn diese war tapfer genug, eine Granate aufzuheben, die vor ihren Füßen landete, und sie zurück auf die Angreifer zu werfen. Geil. Und so die Kaiserin zu retten. Nicht schlecht. Als einer der Männer vom vorderen Tor stürzte, griff sich Emily Caldwin ein kleines Stück Eisen und schlug den Mann damit besinnungslos. Während sich die Stadtwache näherte, hielten die beiden Mädchen an dem zerstörten Wagen aus, bis sie in Sicherheit waren. Angeblich soll sich Emily Caldwin geweigert haben, die Regenten für ihre Verbrechen mit dem Tode zu bestrafen, was von vielen als ihre erste erwachsene Entscheidung als Kaiserin erachtet wird. Für ihre heldenhaften Taten ausgezeichnet wurde Alexi im Alter von 18 Jahren von der Stadtwache aufgenommen und später von Emily Caldwin persönlich zum Hauptmann ernannt. Die Arme, jetzt ist sie leider im Jenseits. Bangonische Küste, eine Karte. Meine Reise nach Bandysien, ein Rückblick, Teil 2, den hatten wir schon. So. Es ist gut, es ist wirklich gut, dass die Bücher mehrmals herumliegen. Ah, da haben wir wieder was. Ein die Symmetrieachse des Meisterspions. So, die Symmetrieachse. Entschuldigung, die Symmetrieachse. So, okay, Schleichi und Speichi. Jo. 1, 2, 3, 4, das heißt hierhin. Okidoki. Ach, herrje. Und setze fort. So. Dararambaba. Darüben ist die Rune. Habe ich irgendwas markiert? Nope. Dann will ich das markieren. Eins. Huch. Kann ich Wissen anbieten? Ich weiß nur, dass ich müde bin. Mehr. Och, Mami. Och, Menno. Arme Mamilein. Wo liegt denn der Dreck? Ist wieder ein... Oh nein, jetzt schon wieder diese Dinger. Die sind so laut und laut und... Ach, Mann, sind die laut. Warte mal. Ich müsste nochmal... Huch. Runterpurzeln dürfen. Oder nicht? Ich will mit der Ecke sagt nichts brechen. Das schaut schon recht steil aus. So. Das hätten wir schon mal. So. Warte mal, ich will es mir herziehen. Und was ist hier los? Danke. Und nächstes. Selbst ohne Augen sehe ich so viel von der Welt. Einst waren fast alle Dinge verborgen. Okay. Die können hier aber nicht drauf, oder? Sagen wir so, ich hoffe es mal. Halten die Hände. Trinken gemeinsam Gift. Ein altes Paar.
Ein Bankier hat sie in ihr Heim gebracht. Aha. Ja, da ist nicht so gesund, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir hier drüben mehr Glück haben. Ich müsste auch mal speichern. Ich tue wieder speichern. Kontrolliertes Speichern. So. Okidoki. So. Müsste hingehauen haben. Nee. Ich werde gerne mal wieder rauf. Ich will zuerst mal von oben probieren. Hm. Da müsste ich schon... Ist die Scheibe kaputt? Die schaut sogar kaputt aus. Aha, da wird es weitergehen, ne? Da wird es weitergehen. Was? Wo kommen die Ratten her? Hm? Nirgendwo. Ja. Passt das Tor also mal aus? Oh oh. Oh oh. Ich muss mich verstecken irgendwo. Was? Scheiße. Du gehst nirgendwo. Oh mein Gott. Huh? Ich wollte keinen umbringen. Ich weiß nicht, ob da Betäubungspfeile drin sind irgendwie. Na, das war falsch. Ich wollte hier abhauen. Aber das geht halt nicht so gut, ne? Gott sei Dank habe ich gespeichert, ey. Nochmal. Okay. Spiel. Laden. Nochmal. Ich muss das Zeug irgendwo hinwegschmeißen. Irgendwie kaputt hauen, dass ich es nicht wieder einsetzen können. Ja, dann einfach aus dem Staub machen. Das muss ich schneller machen. Dann könnte ich es schaffen, diesmal keinen umzubringen. Das wäre voll cool. Oder vielleicht wenige umzubringen. Ja. Ja. Gut. Also wieder hier rauf. Dann. Hierüber hat es ja geklappt, ne? So. Verdammt. Lol. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Da explodiert. Was hast du gehört? Hey, wo bist du? Ja. Oh mein Gott. Du gehst nirgendwo hin. Was tust du hier, Mädchen? Ich wollte abhauen. Ja, vergiss es. Diese scheiß Dingens hier. Okay. Wie stelle ich das an? Ich habe keine Ahnung. Spiel laden. Ich muss erwürgen, glaube ich, jemanden. Also würgen, damit es bewusstlos sind, die Leute. Das würde gehen. Muss ich das Ganze schlauer anstellen. Okay. Dann klappt das schon. Einfach niederwürgen die Leute und dann habe ich meine Ruhe. Ah, ja. Holla, die Ria, tore, tü. So. Außer man kann irgendwie... Kommt da hinten hin? So öde. Kommt da vielleicht mal irgendjemand? Alter. Wie lange wollen wir noch auf den verirrten Adligen lauern? So lang wie es dauert. Willst doch essen, was? Vielleicht doch kein guter Platz für einen Hinterhalt. Korrupte Wachen. Und noch mehr Blutfliegen. Man sieht kaum noch Leute auf den Straßen. Ist hart, sich über Wasser zu halten. Was? Wo kommen die Ratten her? Heuler. Okay. Mhm. Ja, Rune und so. Langsam. Jetzt denkst du, alles voll mit Fallen, ne? Die Schweine. Gut. Das zu dem. Das hätten wir schon mal. Kann man hier irgendwie rauf? Ich hoffe doch. Was haben wir da? Eine Falle. Okay. Hm. Klappt das? Kommen wir hier rauf?
Ganz nach oben? Nicht so recht, oder? Hier vielleicht? Kann man hier stehen? Wow. Irgendwie. Okay, jetzt sind wir wieder da oben. Irgendwie wird das Ganze nicht besser. Gesundheit. Irgendwie wird das Ganze leider nicht besser. So. Oh, hier speien wahrscheinlich keine gute Idee. Mann, Liebste. Alles beim Alten, Sir. Weitermachen. Könnte klappen. Ich speichere mal. Allerdings, werde ich den hier mal kurz ausborgen. So, ist gut. Wenn der wieder weg ist, werden wir den da erwürgen. Ich sollte einfach eine Doppelschicht übernehmen. Muss ich mir nicht hätte auf Mama hören und Friseur werden sollen. Jetzt kommt der wieder zurück, ne? Halt! Kann nicht sein! Was? Erledigt? Ich glaube, das hat hingehauen. Ich glaube, das hat gerade hingehauen. Cool! 1, 2, 3, 4. Ich nehme trotzdem den jetzt. Cool, das hat voll hingehauen. Ich bin entzückt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin entzückt. Und natürlich unser der Silberlagen über den Heuler. Ein Zeitungsdings, aber zuerst das Knochenfragment. Und jetzt Zeitung lesen. Der Verfasser dieser Zeilen hält sich diese Woche zurück, um beide Streitparteien zum Wort kommen zu lassen. Gastredakteur, die Heulerplage. Der letzte Woche vom Kanaka-Anzeiger veröffentlichte Brief war eine Schande. Wie konnte Madame Anto auch nur andeuten, dass es dem Staubbezirk und selbst Kanaka besser gehe, wenn Paolo und seine Heuler auf irgendeine Weise anerkannt würden. Stattdessen sollten anständige Bürger darauf hoffen, eines Morgens aufzuwachen und zu lesen, dass Paolo endlich tot oder im Gefängnis ist. Und warum sollten wir uns vor dem Orden in Acht nehmen? Nur eine Hexe muss besorgt über den Zorn der Aufseher sein. Die Heuler sind nichts weiter als ein Haufen Halsabschneider, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Ist wieder typisch, ne? Alles, was sie besitzen, haben sie gestohlen. Wer ihren sogenannten Schutz will, muss dafür auch einen Preis bezahlen. Im Gegensatz dazu haben die Aufseher ihr Leben der in den sieben Geboten enthaltenen hohen Werte gewidmet. Ja, genau. Glauben Sie mir, der Staub in Batista liegt nicht auf unseren Straßen, sondern in unseren Herzen. Und nur der Ort, Entschuldigung, nur der Orden kann sie wieder reinigen. Sebastian Armitage? Ich glaube. Armer Tropf. Ja. Ich werde mal ein Gesöff zu mir nehmen. Da ist nämlich eh eins, das nehmen wir gleich mit. Und dann ist wieder gut. So, die schnarchen da hinten wie die Ratzinger. Das ist gut. Mami, ich brauche deine Hilfe. Halten Sie Hände. Trinken gemeinsam Gift. Das ist alles, der noch? Ein Vampir hat sie mir heimgebracht. Wäre dieser Ort anders? Na, scheiß Herz, geh weg. Ich muss mich kurz verstecken. Da kommen wahrscheinlich jetzt ein paar Hampelmänner. Ich Glück habe nicht. Ich wollte jetzt nur unten Dingens kaputt hauen. Das kann echt nicht sein, dass ich Schritte mache so laut wie ein Elefant.
Das kann es ja echt nicht sein, oder? Doch, doch. Ich höre Schritte. Aber ich möchte auch gerne mal speichern, ehrlich gesagt. Und zwar werde ich da speichern. Ich werde mit diesen beiden Spielständen jetzt ein bisschen abwechseln tun. Jo. Und setze fort. Na komm. Ist jetzt Ruhe? Ich hoffe doch. Kasperl weg? Na? Da ist nix. Geh weg. Er ist weg. Raus. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück haben wir es geschafft. Ich würde gerne da wieder raus, ehrlich gesagt. Wo ist denn die kaputte Scheibe? Hallo? Kaputte Scheibe. Ich glaube, das ist wieder speicherungswürdig. Oh, und der Part ist zu Ende. Entschuldigung. Also, wir speichern. Ich würde sagen, dahin wieder. Jo, ist okay. Perfekt. Und ja, ich bedanke mich einfach wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir failen, wipen und stehlen im nächsten Part weiter. Also gut, ihr Lieben. Tschüssi.